Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Altana. Der neundimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton. Traumata erschaffen die neue Erde. Übersetzt von Altana. Seid gegrüßt. Wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen Kontakt aufzunehmen. Wir haben auf den richtigen Moment gewartet, um euch über etwas zu informieren, und das ist der perfekte Moment, soweit wir es sagen können. Ihr habt die Anzahl der Traumata überschritten, für die ihr euch als Mensch angemeldet habt, und als Ergebnis dessen, was ihr angenommen habt, erschafft ihr mehr als das, was ihr ursprünglich für euch selbst erschaffen wolltet. Ihr seht, es gibt immer ein positives Ergebnis, egal was ihr erlebt. Und so hat jedes einzelne Trauma, das ihr erlebt habt, individuell und als Kollektiv, eine neue und bessere Welt für euch erschaffen. Jeder einzelne von euch wusste vor eurer Inkarnation, dass ihr ein gewisses Trauma auf euch nehmen würdet, um dann zu wissen, was ihr erschaffen wolltet. Aber was uns und alle anderen Beobachter und Zeugen erstaunt hat, ist, wie viele Traumata ihr bereit wart, in euren vielen Leben auf der Erde zu erleben. Die Energie, die durch all dieses Trauma beschworen wurde, wird nun heruntergeladen und verwendet, um die neue Erde im neuen fünfdimensionalen Universum zu erschaffen. Ihr habt das alles zusammen geschafft. Manchmal musstet ihr euch zusammentun, damit einer von euch das Opfer und der andere den Täter spielen konnte. Und dann würdet ihr beide sterben und die Rollen tauschen, und ihr nanntet es Karma. Aber die Wirkung all dieses Traumas war enorm positiv. Und was ihr jetzt herunterladet, ist die Energie, die ihr herbeigerufen habt. Die Energie, die so frisch und neu ist und so hochfrequent ist, dass ihr nichts mehr tun könnt. Ihr könnt euch entspannt hinsetzen oder euch zurücklehnen und eure Wunden lecken. Denn was ihr in jedem Fall eines jeden Traumas getan habt, ist es, die schöpferische Kraft hinzuzufügen, die neue Erde hervorbringen würde. Und sobald ihr euch bereit, willens und würdig fühlt, sie zu empfangen, ist die neue Erde, die ihr erben sollt, euer. Wir sind der arcturianische Rat, und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden.